Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Und in diesem Video zeige ich dir, wie du ganz schnell einen eigenen Kürbis malen kannst. Und dafür brauchst du natürlich erst einmal dein Bullet Journal. Du kannst natürlich auch jedes andere Papierstück nehmen, es ist völlig egal. Dann ein paar Bleistifte, Buntstifte, ein Radiergummi darf natürlich nicht fehlen und der Micron Fineliner. Und dann kann es auch schon losgehen. Ich beginne hier erst einmal mit einem Oval, ja, das ist so der Mittelpunkt des Kürbisses, und dann strichle ich einen Kreis drumherum. Einfach damit ich weiß, welche Dimension das Ganze annehmen kann. Und dann kommen noch mehr Ovale immer weiter angebaut, bis ich das Ende des Kreises erreiche. Und wenn dem passiert ist, dann kommt noch der Mittelsteg rein, ja, also auch wieder Kreis gestrichelt und dann so die halben Ovale rein. Und das war es auch eigentlich schon. Dann male ich hier noch die Blätter, ja, dass der ganze Kürbis ein bisschen, ja, detaillierter wirkt, ne? So ein bisschen, ein paar mehr Details braucht er dann schon, ne? Und wenn das geschehen ist, dann geht es auch schon los mit dem, ja, Kolorieren. Aber bevor ich das tue, werde ich jetzt erst einmal mit dem Micron Fineliner nachzeichnen. Wenn ich hier anfange, das Ganze auszumalen, sieht das erstmal aus, als hätte ich hier ein, ja, ein Bild, zum, ein Ausmalbild. Ne? Und ja, viel mehr ist das auch im Moment noch gar nicht. Und dann versuche ich aber doch die Ecken etwas dunkler zu malen, ja, oder auch oben und unten ein bisschen mehr Farbe zu geben, also das Ganze ein bisschen detaillierter zu gestalten. Oben soll ja ganz ein bisschen dunkler sein und dann weiter nach unten wieder dunkler und in der Mitte etwas heller. Um das zu erreichen, nehme ich erstmal zunächst nur eine Farbe, aber es kommt jetzt noch eine zweite dazu, denn gerade hier an den Rändern darf das Ganze natürlich noch ein bisschen dunkler sein, damit es ja so ein bisschen reingeht, ein bisschen plastischer aussieht. Und dann malst du noch den Stiel grün an und die Blätter natürlich auch. Auch hier kannst du wieder an den Rändern etwas dunkler werden. Und dann hast du es auch schon geschafft und dein Kürbis ist fast fertig. Und das war's auch schon für heute. Ich hoffe, dir hat dieses kleine, aber hoffentlich hilfreiche Tutorial gefallen und du kannst jetzt deine eigenen Kürbisse malen. Natürlich auch noch ganz viele nebeneinander, dann sieht das richtig toll aus. Und wenn dem so ist, dann würde ich mich freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst, einen Daumen nach oben da lässt, die kleine Glocke klickst, damit ich dich immer daran erinnern kann, wenn ein neues Video gepostet wird. Vielleicht hinterlässt du uns auch noch einen Kommentar und dann freue ich mich darauf, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, tschüss!